What's up, moin Leute, Vanori am Start und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde World of Tanks. Wir sind mal wieder unterwegs mit dem lieben Steffi 13 und nicht vergessen, auch ihr könnt Replays an mich schicken, die ich dann in ein Video verpacke. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist unten in die Videobeschreibung gehen, auf www.replays.com oder .eu euer Replay hochladen und es mir anschließend an meine E-Mail-Adresse schicken oder per PN an meinen YouTube-Account. Wir sind auf Lakeville unterwegs und unser lieber Steffi 13 ist in der amerikanischen Stufe 6 Hellcat, einem recht mobilen TD, früher war mal etwas mobiler, vor allen Dingen schneller und wendiger und konnte auch dazu genutzt werden, um Heavies zu umrunden. Und ob das so ein guter Tausch gewesen ist, das ist natürlich fraglich. So ein Cromwell lädt natürlich ein bisschen schneller nach als ein Hellcat. Er hätte da auch zwei Schüsse in den Steffi 13 reinpushen können. Die Nachladezeit ist, wie gesagt, nicht unbedingt das Beste, aber es ist nun mal ein TD. Er sollte halt nicht ab Front gespielt werden, zumindest nicht sehr häufig, da man auch nicht gerade massive Lebenspunkte hat. Ein bisschen freien Schaden allerdings, da man auch relativ easy durch die gegnerischen Türme hier durchkommt, vor allen Dingen bei Stufe 6 ist es nicht unbedingt das Schwierigste, was es hier gibt. Mit 160 mm Durchschlag kommt man schon mal durch manche Türme durch. Kann man sich natürlich sehr gerne darauf einlassen, wer zuckt zuerst. Ein Abpraller, sehr, sehr hübsch da. Der Turm ist nicht gerade ungepanzert. Man sieht es hier vielleicht ein bisschen. Der erste Schuss ging unten in die obere Wanne rein. Der zweite Schuss ist vom Kanonenmantel abgeprallt und er macht hier das, ja, das Richtige. Er bleibt hier relativ weit vorne, die Gegner versuchen hier rumzupushen, sie hätten natürlich schon längst drüber drücken können und das hätten sie vielleicht am Anfang gemeinsam machen müssen, um das Team von Steffi 13 hier auf der Flanke vielleicht zu überrennen. Allerdings, was sie jetzt netterweise tun, ist sich einen nach dem anderen reindrücken lassen, das ist schon eine ganz nette Sache eigentlich. Kann man sich nicht drüber beschweren, wenn der Gegner so brav vor einem sitzen bleibt, obwohl er doch in der Überzahl ist. Und das sogar mit recht starken Kanonen, wie man sieht. Der Jagdpanzer 4 kommt da auch gerne mal durch den Turm von der Hellcat durch, wenn er an der richtigen Stelle trifft. Jetzt allerdings kann er sich auch für die anderen Gegner ein wenig mehr interessieren. Die restlichen haben sich anscheinend schon wieder zurückgezogen. Da hinten war noch irgendwo ein Hetzer. Da ist noch eine Ente. Jetzt nicht mehr. Der Cromwell hat es anscheinend eingesehen. Er hat sich anscheinend von hier verzogen. Und so ein schöner Schuss in die Seite von einem Turm von einem T-150 ist natürlich immer wieder ganz nett. Er fährt hier vor und nimmt ihn da an der Stelle raus. Da hinten ist noch eine kleine Matilda. Die hat unter anderem auch genug Durchschlag, um durch die Wanne von der Hellcat durchzukommen. Weswegen man da doch dann lieber seinen Turm ein wenig arbeiten lässt und die Hoffnung hegt, dass die Matilda durch die Kanonenblende durchschießt. Allerdings sieht es nicht so aus, als hätte die Matilda sonderlich Lust daran gehabt, irgendwie nochmal zu schießen oder so. Und so ein Skoda daraus zu nutzen, ist auch nicht schlecht. Das war dann jetzt schon der Top Gun mit 1900 Schadenspunkten. Hier geht das richtig zur Sache. Einen nach dem anderen nimmt er sich da raus, guckt hier nach schönen Schüssen, versucht dann noch einen Kill anzuletzen. Was allerdings nicht funktioniert, wird ihm dann der Motor noch gezogen, wodurch er das Reparaturpack erstmal nutzen muss. Und ja, den kriegt er leider nicht mehr. 7 Kills sind es mittlerweile. Die Frage ist jetzt allerdings, ob er sich noch einen 8. zusammenzimmern kann. Oder vielleicht sogar noch einen 10. 3 Gegner sind immerhin noch übrig. Sie haben hier auf der Seite so richtig schön aufgeräumt. Auch in der Stadt sind die eigenen Truppen easy peasy durchgelaufen, wie es aussieht. Keine großen Verluste in seinem eigenen Team und nur 3 Panzer haben es schnell in die Garage zurückgepackt. Da ist der 8. Kill. Und jetzt heißt es noch schön viel Schaden abfarmen. Das war der 10. Den hätte er leider, den kriegt er jetzt leider nicht mehr. Ist aber nicht weiter schlimm, denn da vorne wartet noch ein wenig Schaden auf ihn, wie es aussieht. Und einen schönen Schuss in den Rücken. Wunderbar. Kill Nummer 9. Ja, schauen wir uns mal an, was das hier alles am Ende noch gegeben hat. Am Ende war es das heiß begehrte Panzerass zusammen mit der doch relativ seltenen Radley Walters Medaille und dem Großkaliber. Er hat 2386 Schaden gemacht, 9 Kills, 1290 Standard-Erfahrungspünktchen gekriegt und damit weit mehr als überhaupt irgendwer aus einem der beiden Teams. Mal ebenso das Doppelte von dem, was aus seinem eigenen Team direkt unter ihm steht und locker mehr als das Doppelte als der Top
Spieler aus dem Gegnerteam, wobei man da auch sieht, dass viele aus dem Gegnerteam nicht mal irgendwie Schaden gemacht haben. Zum Beispiel Panzerkampfwagen 38 und der AMX 40, die er da relativ spielend herausgenommen hat. 17 Schüsse hat er abgegeben, 15 davon haben getroffen, 14 davon sind durchgegangen mit 2386 Schaden. Am Ende war das ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Er hat nochmal einen Abpraller gehabt für 220 Schaden, aber das war's dann eigentlich auch schon. 26.000 Silber plus und dadurch, dass es ein Premium-Account gewesen ist, schöne 1935 Erfahrungspunkte. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn ja, dann lasst einfach ein Däumchen nach oben da. Und wenn ihr ein richtig geiles Replay hattet, wie gesagt, schickt es mir doch einfach zu. Dann kann ich ein hübsches, nettes, kleines Video draus machen. Ansonsten wünsche ich dir natürlich noch viel Spaß beim selber zocken. Man hört und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.